Und dann gibt es Leute, die unter Folter ihr Leben lassen für irgendwas. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, woran ich sterben werde, aber es war bis jetzt noch nicht der Folter. Kam irgendwann mal deutsche Behörden oder so weiter zu dir an und haben gesagt so, hey Murat, hier geht was. Hast du irgendwann mal mit Deutschen geredet? Also als Frank-Walter Steinmeier den Angebot hatte, mich da rausholen zu können. Der hat ein Angebot bekommen? Ja, ja, vom Geheimdienst aus. Er hat diesen Angebot gehabt und er hat gesagt, nee, will ich nicht. Aber zur selben Zeit hat er ein Expertenteam rübergeschickt nach Guantanamo, was er nicht hätte machen dürfen, weil man in einem Foltercamp Menschen nicht verhören darf. Aber hat er gemacht, hat er auch geheim gehalten von der Öffentlichkeit, auch von meiner Familie. Die haben mich verhört 3 Tage lang. Die haben sogar Fangfragen gestellt, wo ich nur Ja und Nein antworten durfte und nicht überlegen durfte, einfach sofort antworten, indem sie halt gefragt haben, mögen Sie Milch, sind Sie ein Terrorist, sind Sie ein Mitglied bei der Al-Qaida, haben Sie weiße Schuhe oder schwarze Schuhe gehabt? Und also, ja, nein, nein, ja. Ja, genau, so ein halt Kinderspielen, so, aber was ziemlich ernst ist. Und selbst das hat nicht geklappt und die sind zum Schluss gekommen, dass ich unschuldig sei und keine Gefahr für Deutschland und weder für Israel. Und das haben die auch so weitergeleitet. Haben sie sich mitgenommen? Nee, die haben das so weitergeleitet und nach diesem Bericht an Frank-Walter Steinmeier hat das trotzdem nichts gebracht. Er meinte, er soll weiter dort bleiben. So nach dem Motto, wir haben sowieso genug Türken in Deutschland und er kann ruhig dort bleiben, so in der Art. Meinst du, dass er was persönlich gegen dich hatte? Oder? Ich weiß nicht, ob er was gegen Ausländer hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Oder ob er was Persönliches gegen mich hat. Keine Ahnung. Hast du mal gefragt? Nee. Würde ich auch nicht machen. War Steinmeier damals Außenminister? Was hat er damals gemacht? Jetzt ist er Außenminister. Aber was war er damals? Ich glaube, irgendwas unter Schröder, ne? Hier Bundeskanzlerchef. Ja, irgendwas mit Schröder da, ja, genau. Kanzleramtschef, das war's. Genau, das war's. Und der hat gesagt, nee, den lassen wir mal da. Den lassen wir in der Karibik. Genau.